Für die Schriftstellerin Veronica könnte es eigentlich kaum besser laufen. Mit ihrer Karriere geht es bergauf, sie hat eine kleine Familie und natürlich Freunde, auf die sie zählen kann. Und dennoch gerät ihr Leben aus den Fugen, ihre Wahrnehmung verändert sich und letztendlich findet sie sich gefangen in einer anderen, lange zurückliegenden Realität wieder. Kann sie das Mysterium der verknüpften Zeitebenen lösen, bevor es zu spät ist? In diesem Sinne heiße ich euch herzlich willkommen zu meiner 115. Review in diesem Jahr auf diesem Kanal Film Review Channel mit einem ganz, ganz, ganz speziellen Film, nämlich Antebellum. Antebellum ist ein Film aus den USA aus dem Jahre 2020 und hat eine FSK 16 und sollte, aufpassen, sollte eigentlich ein Horrorfilm sein, laut Infos im Internet und laut Trailer, wo man sagen kann, das wird definitiv ein Horrorfilm sein. Und so wurde er auch vermarktet. Aber das ist er nicht und das finde ich irgendwie ziemlich dreist und ziemlich dämlich von die, die das irgendwie so vermarktet haben, weil hat man gedacht, würde man den Film jetzt das so, den Trailer so machen, wie der Film eigentlich sein sollte, würde denn überhaupt jemand im Kino ansehen? Ja oder nein? Haben sie sich gedacht, dann machen wir doch einfach einen Horrorfilm draus, schreiben wir oben dazu von den Produzenten von Get Out und Wir, was natürlich stimmt, aber trotzdem, Get Out und Wir sind ja eigentlich Horrorfilme und vermarkten wir ihn doch einfach so, das ist eine ganz geniale Idee. Und das ist insofern in die Hose gegangen, weil wenn ich auf IMDb oder auf anderen Bewertungsportalen im Internet so sehe, dann sind die Wertungen ziemlich mies, beziehungsweise nicht gerade rosig. Aber ich kann definitiv verstehen, wann man sich im Vorhinein nicht so wirklich über den Film informiert, sich rein nur den Trailer ansieht, dann einen Horrorfilm erwartet und dann ziemlich enttäuscht ist, was im Endeffekt dann Antebellum wirklich ist. Denn meiner Meinung nach ist eine Mischung aus Drama, ein bisschen Thriller, ein bisschen Mystery und ja, definitiv kein Horrorfilm. Und ich habe mich auch ziemlich schwer getan, im Nachhinein eine passende Inhaltsangabe für diesen Film zu finden. Und auch diese, was ich gerade vorgetragen habe, ist nicht zu 100% richtig, aber sie ist, wo ich sage, ja, da kann ich noch eher ein Okay geben, weil andere Inhaltsangaben, die sind meiner Meinung nach total inakzeptabel, weil das stimmt nicht von der Storyline her, was Antebellum betrifft. Und jetzt gehen wir Schritt für Schritt den Film einmal durch. Es ist ein Film mit unter anderem Chanel Monnier oder auch Jenna Malone und auch der restliche Cast, die leiden in diesem Film. Und wenn die leiden, dann leidet man mit. Und der Film ist vom Cast hier wirklich grenzgenial ausgesucht und muss ich sagen, da hat man mitgefiebert. Der ist leidenschaftlich vom Acting her und wirklich, also wirklich großartig gespielt und da kann man drüber überhaupt nicht meckern. Die Storyline ist etwas, wo ich persönlich sage, habe ich so, wenn ich jetzt mal ganz scharf nachdenke, noch gar nicht gesehen, finde ich ziemlich originell. Die Story ist spannend gemacht, die Story ist unvorhersehbar, sie hat heftige Szenen, wo man wirklich mitleidet, also ich habe zumindest mitgelitten und auch mit seinen 106 Minuten definitiv kurzweilig ist. Aber wie gesagt, das ist ein Manko meiner Meinung nach, dass er nicht wirklich irgendetwas mit einem Horrorfilm zu tun hat. Und das finde ich irgendwie sehr, sehr schade. Auch in dem Trailer und auch im Film muss ich sagen, im Film gibt es so ein, zwei Momente, die in diese Richtung hinschielen, wenn ich das mal so sagen darf. Aber das war es eigentlich schon und da reden wir von 30, 40 Sekunden vom ganzen Film in Bezug auf Horrorfilm. Die Musik ist meiner Meinung nach wirklich, wirklich, wirklich grenzgenial, weil sie sich den Szenen wirklich anpasst und so einen Sound kreiert, wo ich persönlich Gänsehaut bekommen habe. Und passender, ich hätte mir keinen passenderen Soundtrack oder keine passendere Musik zu diesem Film mir vorstellen können. Sie ist einfach nervenaufreibend und da kann ich nur sagen, wow, wirklich gut ausgewählt. Die Effekte, falls welche vorhanden sind, da bin ich mir jetzt gar nicht mal so sicher, denn er sieht ziemlich handgemacht aus, beziehungsweise ohne irgendwelche CGI-Gedünste oder sonst irgendetwas. Aber wenn etwas ist, dann sieht das vollkommen in Ordnung aus und so wertig, dass ich sagen kann, oh, das habe ich gar nicht bemerkt, wenn mir jemand das zeigen würde, hey, schau mal, das ist eigentlich ein Special Effekt, dann würde ich sagen, habe ich nicht gewusst oder hätte ich gar nicht mitbekommen, dass das einer so wäre. Die Kamera ist ruhig, sie hat natürlich hin und wieder mal, das sieht man auch im Trailer, auch diverse Slow-Mos, aber nicht von dem zu viel. Das ist nur meine Meinung so. Also es wird sicher Leute geben, die sagen, in Antebellum gibt es einen Haufen Slow-Mos. Finde ich jetzt nicht so wirklich, aber sie sind den Szenen und der Situation so angepasst und mit Musik so untermalt, dass ich sagen kann, wow, das sieht richtig spektakulär aus. Und es gibt diverse Aufnahmen,
die einfach so künstlerisch, so genial eingefangen wurden, dass ich sage, wow, das ist einmal wirklich, wirklich wieder mal wirklich ein, wie oft habe ich jetzt wirklich gesagt, ich weiß es gar nicht, wirklich eine spektakuläre Kameraarbeit und fängt das Ganze wirklich so ein, dass ich sagen kann, der ist einfach vor allem atmosphärisch sehr, sehr gut eingefangen geworden. Der ist auch, das muss man sagen, wenn wir uns am Tag befinden, ziemlich knallig, aber insofern knallig, dass ich meine, er hat einen ziemlich starken Kontrast und ist sehr farbenfroh, aber nie wirklich kitschig oder knallig drüber. Wenn ihr den Film euch ansieht, dann werdet ihr verstehen, was ich meine. Es gibt diverse andere Filme in diese Richtung, wo ich sage, das sieht sehr natürlich aus. Das sieht bei diesem Film nicht sehr natürlich aus, sondern hier sind wirklich kräftigere Farben am Werk und vor allem auch in der Nacht, wenn man diverse Licht oder so weiter sieht, da hat man hier stärkeren Kontrast genommen und das finde ich mal ziemlich genial. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, Antebellum ist für mich wirklich ein starker, starker Film geworden. Ob der in die Top 10 bzw. in meine Top-Liste am Jahresende 2020 kommt, das weiß ich jetzt dann noch nicht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wer im Vorhinein das weiß, dass Antebellum, obwohl er so vermarktet ist und obwohl es im Internet steht und obwohl der Trailer das so sagen möchte, wenn man weiß, dass das kein Horrorfilm ist, ja, dann hat man definitiv seine Freude daran. Und dann weiß man das auch wirklich zu schätzen, was hier produziert worden ist, was hier gezeigt wird. Wer davon ausgeht, dass das ein Horrorfilm ist und im Nachhinein dann sagt, das war wirklich allergrößte Scheiße, was ich hier gerade gesehen habe, oder eine ziemliche Frechheit, was ich hier gesehen habe, weil es mit Horrorfilm gar nichts zu tun hat, dann muss ich sagen, ich kann es auch verstehen, denn warum sollte man jetzt jeden Film, den man sehen möchte, im Internet nachrecherchieren, ob das jetzt wirklich eine Komödie ist, ob das jetzt wirklich ein Horrorfilm ist oder wirklich ein Thriller oder wirklich ein emotionales Drama. Ich kann das durchaus nachvollziehen, aber ich habe mich im Vorhinein ein bisschen mehr über den Film informiert, einfach nur so interessenshalber, was ich eigentlich gar nicht mache, aber habe ich im Vorhinein eingestellt, es ist kein Horrorfilm, es ist ein bisschen etwas anderes und somit wurde ich von dem Film insofern doch definitiv überrascht und ich finde ihn einfach bärenstark. Im Genre bekommt er von mir 6 von 10 möglichen Punkten und da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, welche Genre-Schublade ich ihn stecken soll, warum die 6,5 von 10 möglichen Punkten, weil es schwer zu definieren ist, aber ich würde, wie gesagt, eher in Richtung Drama und ein bisschen Thriller und ein bisschen Mystery in diese Genre-Schublade würde ich ihn geben, aber insgesamt ein Film, der ich sage, der ist wirklich, wirklich stark. 8 von 10 möglichen Punkten gibt es für mich von Antebellum und jetzt bin ich gespannt, was eure Meinung zu diesem Film ist. Ich kann es verstehen, wenn einer sagt, oder wenn viele sagen, ich finde den Film absolut scheiße, langweilig und dämlich. Ja, wenn man im Vorhinein sich so den Trailer ansieht und dann sich eigentlich vorbereitet auf einen Horrorfilm und dann bekommt man so etwas zu sehen, dann ist klar, dass man enttäuscht wird. Sei es drum. Lasst uns in den Kommentaren diskutieren. In diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich fürs Einschalten. Abonnieren, Glocke drücken und einen Daumen nach oben würde mich sehr freuen und wir sehen uns ganz sicher bis zum nächsten Mal. In dem Sinne, auf Wiedersehen.